Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Mega Man 11. Ja, ich habe mich lange vorgedrückt, aber naja, ich muss in die Hölle zurück. Aber wir haben mittlerweile ein paar Upgrades. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie ich es in der Erinnerung habe. Schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich die Musik schon unglaublich triggernd. Oh, Schaum sammle ich mal ein, weil... Oder auch nicht. Weil ich bin ein bisschen arm an Schrauben, das habe ich letztes Mal im Shop gemerkt. So. Sehr schön. So, den zum Beispiel, den sollten wir hier, wenn er ziemlich links ist, erledigen und nicht, wenn er da unter die Treppe ist. Okay, ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, dass der irgendwie... Ja, wie soll ich das erklären? Dass der seine Ballons da unter... wie ging diese Scheiße nochmal? Ah, okay. Okay. Also entweder stelle ich mich gut an, oder die Stage war doch nicht so schlimm. Warum habe ich die denn letztes Mal sofort geragequittet? Also die Stelle, die mich genervt hat, kommt, glaube ich, noch. Und da muss ich sagen, war meine Laune, weil das die vierte Folge am Stück ist, die ich aufgenommen hatte, glaube ich, nicht ganz so gut. Hier zum Beispiel... Ah, nee, funktioniert nicht, okay. Den Hinweis habe ich nämlich auch bekommen, dass ich mal Rush benutzen sollte. Jetzt ist die scheiß Flosse im Weg, ich fasse es nicht. Okay, da ist jetzt irgendwas schief gelaufen. Schieß die mal weg hier. Ja, der eine nervt es natürlich etwas. Mega Man. Leben kacke ich. Und auf euch kacke ich auch. Toll. Ich weiß noch, dass ich mich hier mega aufgeregt habe. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Nimm E-Tank. Ich bin die Ruhe selbst. Schieß dieses Ding da weg. Ich meinte das Gelbe. Ah, das war die Stelle, die mich aufgeregt hat. Okay, jetzt gehe ich runter. Nein, das war kein Energietank, das habe ich gesehen. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Nein! Aber das ist gar nicht so schwer! Warum habe ich mich darüber so aufgeregt? Ich verstehe es gar nicht!
LOL, warum habe ich mich hierüber so aufgeregt? Cloud! Bist du... Wow, was ist das? Das ist voll... Uah. Stell mich ein bisschen blöd an. E-Tank, ich habe Angst, dass das viel Schaden macht. Ja, macht es aber nämlich. Nein, nein, lass mich los! Oh Gott. Was ist das jetzt? WTF? WTF? Der... Ah, okay. Wenn er versucht, sich... Ich muss noch einen E-Tank nehmen. Ich will den Save-Punkt haben. So. Weg mit dir. Hätte ich vielleicht eben Speed Gear benutzen sollen, damit das schneller geht. Aber auf jeden Fall. Was bist du denn für einer? Kommt auf einmal so ein Männchen raus. Komm, komm, mach dein Feld auf. So war das nicht gemeint. Oh, ich habe gerade Angst, dass ich runterfalle. So. Weg damit. Du Arschloch. Nein! Oh, das kann man retten, das kann man retten. Okay. Okay. Hier kann man es jetzt nicht mehr retten. Das ist nicht passiert. Ah, ich habe ihn vergessen. Okay, der Rage Quit in der Bounceman Stage war vollkommen unnötig. Ich weiß nicht, warum ich so ausgerastet bin. Keine Ahnung, Leute. Oh. Nein, 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 nein. Safe Point? Nein. Ja, komm. Das ist mir nicht so wichtig. Das kannst du ruhig haben. Ja, bis zum Boss wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Ich hoffe, die Ballonpassagen kommen nicht mehr so oft. Es ist... Moment. Kann ich hier cheaten? Kann ich hier cheaten? Kann ich hier cheaten? Ja, ich kann hier cheaten. Geh weg. Weißt du was? Für die Schraube haben und der Rest ist mir egal. Hä? Warum ist er jetzt runtergegangen? Oh, Energie, nice. So. Hier muss ich jetzt irgendwie hoch, ne? Okay. Alles klar. Die Ballons will ich abschießen. Sehr gut. Ja, der E-Tank, der ist mir, glaube ich, egal. Hallo, Mega Man, geh da rüber. Okay. Da muss das richtige Timing stimmen.
Ah! Das ist ein... Oh Mann, ey! Wenn ich da jetzt erstmal stehe, dann... Genau. Den machen wir weg. So, und jetzt wieder hoch, ne? Oh. Ah, nee. Hä? Ah, da sind wieder Ballons gewesen, ich Idiot. Fuck. Da sind wieder Ballons gewesen, wo ich mich hätte abstoßen können. Hier. Ah, ist doch so easy. Oh, der E-Tank ist einfach zu erreichen. Und da ist der Boss. Oh. Warum habe ich mich so über diese Stage aufgeregt? Im Nachhinein fühle ich mich jetzt irgendwie, keine Ahnung. Es war total unbegründet, würde ich mal sagen. So, egal. Was ist die Schwäche von den guten Herren? Ich würde sagen Gift. Weil das ist die Schwäche von Gift. Das ist die Schwäche von Blockman. Das ist die Schwäche von Tundra Man. Das ist die Schwäche von Blastman. Das ist die Schwäche von Fuse Man. Das ist die Schwäche von Thor. Muss Gift sein. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Hä? Ihr wollt mir nicht erzählen, dass wir zwei Zwischenbosse haben. Und dass die Stage dann noch weitergeht. Ich benutze meinen E-Tank. Noch habe ich genug. Okay, die Stage ist ein bisschen... was heißt Stage? Der Zwischenfight hier ist ein bisschen schwieriger, weil diese fucking Ballons hier sind. So. Die Stage geht weiter, okay. Ich hoffe, ich komme nicht in den Abgrund. Okay. Zack. Das ist auch... Das gab es, glaube ich, in keiner anderen Stage. Es zwei Zwischenbosse gab, ne? So. Hallo, schieß die doch einfach weg. Schraube, okay, die will ich haben. Das nenne ich eine dicke. Okay, ich sollte die... Oh. Die kommen immer wieder nach. Energie, Energie, Energie. Davon kann ich nie genug haben. Okay, erst. Nein, ich habe den Sprung versaut. Hier geht das noch, aber... Über den Abgrund möchte ich das nicht haben. Okay. Hau ab, du Lappen! Nein, nein, nein! Komm, spring auf deiner Scheiß... Genau. Das Gute ist... Du Lappen. Nein, 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 nein! Oh, es geht weiter. Leck mich am Arsch. Den da erst vom Weiten wegmachen? Nein, nein! Es hat sich angekündigt. Aber das ist okay. Das ist nicht unfair, das ist einfach nur... Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist... Warum zur Hölle? Ah!
Warum ist er da an der Wand abgeprallt? Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen, das ist nicht passiert. Aber warum ist er eben von der Wand einfach abgeprallt? Deswegen bin ich auch gelaufen, hab mich bewegt, ne? Weil ich irgendwie die Vermutung habe, dass es ohne Bewegung nicht geht. Jetzt schieß sie doch mal ab. Ja, da, guter Treffer, noch einer und weg mit dir. Scheiß drauf. Hau bloß ab. No. Dieses lappige gelbe Teil da oben, ey. Musste das auftauchen? Verpiss dich! Du nervst! Du hast keine Freunde! Was bestimmt immer im Kindergarten das Kind, das alleine gepuzzelt hat. Ja! Das nervt gerade etwas. Diese gelben Dinger, ey. Verpiss dich! Oh, das war ein Fehler, glaube ich. Ah, noch gerettet. So. Und du verpiss dich gleich! So, komm da rauf, du Lappen! Ja. Diese Sprungmechanik ist scheiße! Weil er macht es nicht immer! Ohne Witz! Kurz nachdem ich gesagt habe, das ist gar nicht so schlimm, hagelt es wieder Tode ohne Ende. Jesus Maria. Was ist gerade los? Aber was mich eigentlich am meisten an diesem Level aufregt, ist diese Kackmusik! Die ist einfach nur dafür gemacht worden, dass man sich aufregt. Bis jetzt alle Levels, muah, schöner Soundtrack, aber dieses Level ist... Die Musik ist scheiße. Weil das erinnert so ein bisschen an Trollmusik. Okay, da habe ich irgendwas bekommen, ich habe keine Ahnung was. Komm. So. Oh, ich hatte ihn fast vergessen. Ich hätte ihn fast vergessen. Habe ich da eben auch sowas bekommen? Warum benutze ich Rush nicht? Hä? 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 Richtig, weil ich dumm bin. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich hab's noch irgendwie gerettet, aber er hat den Sprung nicht gemacht. Ich hab's eben die ganze Zeit getestet. Ja. Und du machst dich vom Acker. So, neuer Versuch. Laut, benutzt Rush. Das war's.
Viel zu selten nämlich. So, eins. So, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch! Das ist wieder so ein dummes Trampolin. Ja. Mach die Scheißkanone. Ich muss wahrscheinlich noch höher. Das hat Potenzial, mich aufzuregen. So, weg ist er. So, ich hab's irgendwie geschafft. Und ich muss da rechts durch, richtig? Richtig. Okay. Blind Jumps. Blind Jumps sind ein No-Go. Okay. Was wollen die von mir? Ich hab's versaut, ne? Man hat schon den Sprung versaut. Was muss man solche Kacke hier noch einbauen? Okay. Are you kidding me? Verpisst euch! Verpiss dich! Warum springt der Lappen nicht? Ey, wir können Energieting für diese Scheiße hier benutzen. Oh, man zwingt mich das. Man zwingt mich dazu. Alter, ihr nervt! Nein, ich hab mir uns wieder versaut! Bleib ruhig! Bleib ruhig, Cloud! Bleib ruhig! Geht doch! Fuck auf die Energie. Alter, da ist endlich der Boss. Alter, das Level geht so lange, ey. Ich habe nur für das Level jetzt schon an die 25 Minuten gebraucht. So. Das müsste die Schwäche sein. Den habe ich jetzt schon ein bisschen verballert. Aber ich benutze... Ich mache einen Testschutz, um das rauszufinden. Und dann lerne ich den Boss erst. Wir haben auf jeden Fall einen Savepoint. Wie viele Lives haben wir? 2. Bam.
Das ist nicht die Schwäche. Das ist die Schwäche von Impact Man. Was fehlt mir dann noch? Das war die Schwäche von den Giftfuzzi. Impact Man. Block Man. Das soll... Habe ich gehört, soll Tundra Man sein. Blast Man. Fuse Man. Torch Man. Hä? Nein, die Barriere muss die Schwäche von... Oder warte. Habe ich mich bei... Ja. Okay, ich habe mich bei Fuse Man verguckt. Dann ist... Der Giftfuzzi die Schwäche von Fuse Man. Was macht er jetzt? Ah, der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer. Der ist super easy. Ich bin hier mit ein bisschen geschwächt reingegangen. Ich brauche den einen in der D-Tank und dann ist vorbei. So, was macht er jetzt? Okay, er wird schneller. Fuck. Ich habe gesagt, er ist einfach und kaum sage ich es, werde ich nur noch geownt. Komm. Einfach zur Sicherheit, einfach zur Sicherheit. Ich will keinen unnötigen Fail haben. Ja, er war unnötig, aber egal. Okay. Damit hätten wir alle 8 erledigt. Dann muss Gift die Schwäche von Torchman sein und Bounceman die Schwäche von Fuseman, oder? Weil anders macht das keinen Sinn. Weil das müssen wir noch wissen, weil ich denke mal, wie üblich wird Mega Man wieder einen Raum geben, wo man alle 8 Bosse nochmal machen muss. Bounce Ball, was ist das? Ich kann mir vorstellen, dass das die Schwäche von Fuse Man ist, weil es halt den ganzen Raum involviert. So, jetzt gibt's wahrscheinlich eine Cutscene. Ich hoffe nicht. Weil ich möchte eigentlich den Part beenden, weil wir schon fast 30 Minuten haben. He's totally vanished, Mega Buddy. Maybe he decided to turn tail and run. Das glaube ich nicht. What is it, Otto? There's someone hijacking our signal. Could it be? Indeed it could. Martinez neither runs nor hides. Wily. Light than you, Mega Man. How dare you use my double gear system? Now you've crossed the line, I'll turn you into scrap myself. I'm at point E1685578. Come to my gear fortress. I'll be waiting for you. Gear fortress? That's all we needed. I'm heading out, Dr. Light. It's time to finish this. Good luck, Mega Man. It's up to you to stop Dr. Wily. Yes, sir. You can do it, Mega Man! Mega, be careful out there. Okay. Okay, dann gehen wir zu den Wily Statues in den nächsten Part. Ich kaufe gerade noch eins. You stand on the threshold of... Okay, Mega, are you sure? Weil dafür are muss ich fit sein. Ich habe gehört. Are you sure? Alter, ich habe kaum Schrauben noch. Ich habe gehört, die Wily Statues sollen richtig assi sein. Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Already! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Reicht nicht ganz, ne? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Are you sure? Ich werde offscreen dann ein bisschen Schrauben sammeln, um mir noch die fehlenden 2 E-Tank zu holen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!